Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skarpma Snowfall, Schneefall. Letztes Mal sind wir hier bis in den Sumpf gekommen, der schon sehr trostlos und ekelhaft aussieht. Und wir haben diese Feuer gefunden, die anscheinend einen Weg durch den Sumpf uns zeigen. Und wir haben gelernt, dass wir mit unserer Eulenwindfähigkeit die stinkigen Dämpfe wegmachen können. Deswegen versuchen wir uns doch jetzt einfach mal einen Weg durch den Sumpf zu bahnen und zu schauen, was wir hier finden. Ich sollte auf diesen Bohlenwegen bleiben, damit ich nicht im Sumpf versinke. Gute Idee. Aufgabe aktualisiert. Suche im Sumpf. Ja, das suchen wir mal. Hier finden wir bestimmt wieder irgendeinen Geist. Frage ist, welchen? Ich tippe ja fast mal auf den Fisch. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. So, was jetzt wieder? Shift ist die Eule. Nee, das war falscher Knopf. So. So wollte ich das haben. Okay. Hä? Ja, es ist wieder ein paar Tage her, seit ich aufgenommen habe. Ich entschuldige mich. Kann ich mal die richtigen Knöpfe drücken? Danke. So. Okay, ich hätte vorher ein bisschen üben sollen vielleicht. Ah, hier geht der Weg weiter. Da drüben kann ich noch irgendwas trommeln, aber da ist kein Weg. Der ist ja gut, bis irgendwie 2 Zentimeter neben den Bohlen. Stell dich nicht so an. Nicht darüber. Ach, da geht hier ein Weg rüber. Gut, ich muss schauen, was ich da anvisiere. Ich kann da lang und ich kann da lang. Ich schaue erstmal hier rum. Da ist eine Plattform. Okay, warum ist hier eine Plattform? Macht das irgendwas? Nö, die schießt mich hier in den Sumpf, damit ich drin versinke und sterbe. Wow. Okay. Diese Cheater-Plattform. Bin ich jetzt wieder... Ach, wieder hier. Diese Feuer sind wie Checkpoints, oder was? Vorne ist irgendwas. Ah, das ist noch ein Feuer, okay. Ich halte mich erstmal ein bisschen mehr hier an die Wege. Ich glaube, diese anderen Schleimbatzen, die wir da aktivieren können, die sind auch dazu da, um uns zu verwirren. Und vom rechten Weg abzubringen, vielleicht. Hier scheint einigermaßen fester Boden zu sein. Vielleicht gibt es hier ja Geheimnisse. Geheime Wege. Ist da irgendwas? Kann ich da rüberfliegen? Nee, toll. Ich sehe schon, wir werden viel sterben in dieser Folge. Also darüber fliegen ist nix. Aber was ist denn hier oben? Ist da überhaupt irgendwas oder ist da gar nichts? Geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Ist wieder eine wird geladen Höhle. Da kam ich noch nicht durch, oder? Durch die Dinger. Nee, da kam ich noch nicht weiter. Da brauche ich irgendeine andere Fähigkeit. Ich glaube, da vorne ist das nächste Totem, oder? Und da sind irgendwelche taumelnden Schmoddergeister. Kriegen wir jetzt noch irgendwelche Gegner, die wir bekämpfen müssen? Das wird interessant werden. Ich weiß nicht genau, wie hier ein Kampfsystem funktioniert. Man darf gespannt bleiben.
Bestimmt komme ich immer wieder nur mit der Steuerung die ganze Zeit durcheinander und stelle mich ganz doof an. Aber man ist ja von mir auch nichts anderes gewöhnt. Ah ja, das sind schon solche. In diesem Nebel sieht man kaum die Hand vor Augen. Naja, ich finde, es geht eigentlich. So, da kann ich mich hochschießen. Aber was ist denn mit den Kollegen hier? Was sind das für Wesen? Bluter können laufen? Bluter? Sie sehen aus, als wären sie meinen Albträumen entsprungen. Gruselig. Akku hat solche Wesen noch nie in ihren Geschichten erwähnt. Ja, ich glaube, die sind auch neu. Kann ich die kaputt trommeln? Ja, ich kann die anvisieren. Huch. Und auch für meine Fähigkeiten benutzen anscheinend. Und irgendwie einfrieren. Aber die gehen dadurch nicht kaputt. Also wir können die nur irgendwie abhalten, aber nicht komplett aufhalten. Das wird interessant, aber die haben uns jetzt noch nicht aktiv angegriffen zumindest. Noch irgendwelche komischen, sehr feuchten Geräusche. Da geht's zu einem Feuer hoch. Hier geht's irgendwie rüber. Ich glaube, ja, da muss ich erst da hoch. Und dann kann ich da rüber. So, schwing. Achso, nee, da muss ich in der Luft nochmal springen. Oder diesmal klappt es auch einfach so. Das geht auch. Gut, jetzt brauche ich da unten Luft. Und dann stecke ich hier drin fest. Au. Nee, meine Plattform draus machen geht nicht. Wenn ich meinen Dash einsetze, dann geht die Plattform wieder runter. Das muss ich timen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Allein hier wieder hochzukommen ist schon schwierig. So. Also ich muss erst dashen und dann anvisieren. Eieiei. Ich sehe schon, das ist... Fingerkoordination. Moment. Hier so. Hier so. Alter. Ist ja regelrecht peinlich, wie man sich anstellen kann. So. Dashen ein bisschen hoch, aber das reicht trotzdem nicht von der Weite her. Das reicht nicht. Vielleicht muss ich irgendwann von der Seite kommen, um hier wieder rüber zu kommen oder so. Vielleicht komme ich da von hinten irgendwie ran. Das ist, glaube ich, zu kurz. Ich weiß nicht, ob es schon das Totem ist, was wir da brauchen. Oder ob das hier noch andere Sachen gibt, die diese komischen Geisterviecher spawnen. Wir werden es herausfinden. Ah, hier sind wieder Riesenfußspuren. Der ist auch irgendwie da runtergegangen. Kann ich da hochgucken? Wo kam er denn her? Was hat er gemacht? Da oben ist ja wieder normaler Wald. Da ist ja gar kein Sumpf mehr. Ah, okay. Der kam hier irgendwie den Berg raufgeflogen. Ach, hier ist ein Zettel. Den hätte ich gerade fast voll übersehen. Schludriges Tagebuch 4. Tag 24.09.04. Sagen wir mal, es ist ein Datum, 24.09.04. Den Sumpf durchsucht. Mein Kind gefunden?
Hat mich traurig gemacht. Muss der Frau erzählen, wenn sie wiederkommt. Den Sumpf gesucht, mein Kind gefunden, hat mich traurig gemacht. Von irgendwem Tagebuch, der hat sein Kind im Sumpf gefunden. Ich nehme mal an, tot. Wegen traurig. Und das muss er der Frau erzählen. Ist dann aber nicht ein Tagebuch von Jean. Nehme ich mal an. Der hätte ja auch nicht schludrig geschrieben. Der hätte das ja in feinster, schnörkeliger französischer Schönschrift geschrieben. Ach, hier ist auch wieder Matsche. Interessant. Ja, Sümpfe und kleine Kinder vertragen sich nicht so gut. So, euer Checkpoint. Das sieht ja echt so ein bisschen Bosskampf-Arena-mäßig aus, ne? Müssen wir vielleicht den Riesen bekämpfen? Den Schmodderriesen? Das vergessene Lager. Jede Existenz von Stalus nach. Okay, was macht das hier jetzt? Bringt mir so nix. Und als Stein... Ach nee, hier war giftige Dämpfe, aber sonst. Ah, da ist ein Zettel. Gut, dass die Trommel immer so ein bisschen drauf hinweist, wenn da Sachen liegen. Moltebeere. Ah, das ist wieder von Jean. Moltebeere Rubus Camemorus. Aha. Moltebeeren. Interessant. Die werden hier ja gerne gegessen. Ist das... Etwas Großes wurde hier begraben. Begraben? Anscheinend wurde es erst kürzlich ausgehoben. Aha. War das wirklich das Tagebuch von dem Riesen und er hat hier irgendwie sein begrabenes Kind gefunden? Es scheinen die Überreste eines Blumenstraußes zu sein. Aha. Ein verlassenes Lager. Nur noch die Stangen des alten Lavu sind noch da. Aber das Lavu, das sieht ja relativ normal groß aus. Das sind jedenfalls auch wieder Kratzspuren. Und normal große Fußspuren auch. So menschengroße Fußspuren. Gewaltige Krallenspuren. Ein Bär? Ja, oder ein Stalu. Eine Rune auf einem Stein. Die Dorfbewohner jagten der Horde nach, die sie überfiel. Warum wollten die Angreifer überhaupt zum Sumpf? Dachten sie, dass sie so ihren Verfolgern entwischen könnten? Ah, da ist wieder dieses Bild. Und warum haben diese Riesen so ein Loch in der Mitte, so ein Kreis? Und einen davon haben die Dorfbewohner getötet und der andere ist dann weggelaufen? Ui, ist ja richtig dramatisch hier. Diese Fußstapfen sind gigantisch. Sie scheinen frisch zu sein, oh. Hier noch nehmen. Hier kam es zu einem heftigen Kampf. Aber ein Stalu ist nicht die einzige Erklärung dafür. Vielleicht waren es Wikinger auf einem Raubzug. Aber Wikinger-Raubzüge haben wir hier auch. Moment, kann ich hier irgendwie Gegenstände? Stalu-Jagden. Hier war doch gerade irgendwas. Das Kovis ist fest überzeugt, dass er ein Stalu jagt. Wie schwer zu glauben. Ja, Mist, was war denn das jetzt hier gerade? Ich weiß nicht, in was für eine Kategorie das zählt. Gut. Mal hier hinten lang. Da ist Sumpf, da sterbe ich wahrscheinlich, wenn ich reinspringe. Damit kann ich nicht interagieren. Hier ist ein Feuer.
Das ist einer von den Kollegen. Okay, der sieht irgendwie aus, als will er was von mir. Das finde ich uncool. Ich möchte nichts von ihm, danke. Bin Single und glücklich. Außerdem bin ich noch ein Kind, ich bin eh viel zu jung für dich. Ich habe diese Chaos-Energie schon einmal gesehen bei anderen Series. Einer muss ganz in der Nähe sein. Ich muss hier die Ursprünge wiederfinden. Da müssen wir diesen schwarzen Tentakelschwaden da folgen. Wie komme ich hier hoch? Ja, ich kann ja auch über Abgründe springen. Ich bin ja doof. Das vergesse ich immer. So, hier gibt es ganz schön viele von diesen Dingern. Und viel Parkour, was wir hier machen müssen, um da ranzukommen. Okay, der hat gerade wirklich versucht, mich anzugreifen. Geh weg! Sind ja gruselig. So, wie ging das nochmal weg? Ich dachte einfach nur lang genug trommeln, oder? Ich hab schon wieder vergessen, wie das ging. Komm, geh kaputt. Okay, dieser Knöppel ist jetzt kaputt, aber der Typ, der kommt irgendwie immer wieder. Mag ich ja nicht so, wenn ich hier irgendwie gehetzt werde. So, jetzt bin ich hier, dann kann ich hier rüber. Und hier rüber und da rüber. Da unten sind lauter von diesen Viechern. Das ist ekelhaft. Ich muss irgendwie da hoch. Hilft mir das bloß irgendwie was hoch? Ja. Tut es. Weg, du. Gut, dann haben wir schon mal zwei, dann nur noch einer übrig da drüben. Ah! Okay, Mist. Sind quasi tot, ich kann hier auch nicht mehr rausspringen und irgendwie dashen, das, ja, das ist dann zu spät. Bin ich jetzt wieder hier? Okay. Hier hin. Da hoch. Da geht's auch irgendwie hin. Aber das ist kein so Tentakel. Ich muss ja hier rüber. Ja, einmal. Das war zu kurz. Aber dann bin ich wieder hier. Okay. Das geht ja dann noch. Besser als im Sumpf zu sterben. War natürlich trotzdem ärgerlich, weil wir dann hier jetzt wieder die ganze Ecke lang müssen. Aber das hat man davon, wenn man sich doof anstellt. Weg mit dir.
Wenn wir den Sadie dann gereinigt haben, verschwinden dann auch diese ganzen Sumpfwandler da. Wir werden es rausfinden. Es sind jedenfalls noch einige von denen da drum rum. Und ich glaube ja, das ist der Fisch. Heile den blutenden Forellensee. Ein Forellchen. Ach süß. Eine Forelle mit Geweih und der Riese. Yay! Oh, verdammt. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig jetzt. Das ist eigentlich genau das, wovor uns unser blonder Freund, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe, gewarnt hat, dass jetzt unser Geist ist jetzt hier im Forellengeisterland. Aber unser Körper wurde von dem Riesen geklaut. Und ich glaube, das ist ungesund. Also ich meine, ich hoffe mal, der tut uns nichts, aber... So, Q für Umwandlung. Interessante Steuerung. Und mit der Wasserumwandlung wachsen Bäume. Okay. Hätte jetzt irgendwie so ein Wassertornado oder sowas erwartet, aber Bäume nehme ich auch. Au, au. Hä? Es schießt hier irgendwie auf mich. Was muss ich machen? Ich bin verwirrt. Oh, ich bin gerade gestorben. Ah, wenn ich einfach nur Q drücke, habe ich wie so ein Schild. Ah, mit Q kann ich blocken. Muss ich mir alles merken. Fischli. Vielleicht sollte man trotzdem noch gucken, wo man hinläuft. Ja. Ah, damit kann ich mir wie so Schutzwelle errichten. Heile dich selbst mit Chaos, das umgewandelt wurde. Also wir können uns feststampfen, wir können dashen und jetzt haben wir noch ein Schild. Ich habe aber trotzdem ein paar Fragen hier. Wie hat uns jetzt Ascovis wieder von dem Riesen weggekriegt? Wie hat er uns überhaupt gefunden? Warum ist er immer zu hier? Mit dem passt doch auch irgendwas nicht. Mit dem hat es doch auch irgendwas noch auf sich. Der ist doch auch merkwürdig irgendwie. Und irgendwas wollte ich gerade auch noch. Egal, fällt mir schon wieder ein. Jo. Okay, der ist einfach beleidigt. Gut. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte, jetzt gerade wegen der Cutscene. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe die Musik und die Soundeffekte super leise gedreht und die Stimmen super laut gedreht. Und trotzdem, wenn die sich unterhalten, ist die Musik wieder super laut und man hört die Stimmen kaum. Also ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Ich kann es euch kurz zeigen hier. Einstellungen.
Audio, hier Musik und Geräuschlautstärke voll runtergedreht, Stimmen und Zwischensequenz voll hochgedreht. Und trotzdem, wenn die dann miteinander reden, dann hört man das wieder kaum. Das ärgert mich total. Da kann ich auch nichts machen. Es ist überall. Ich muss schnell zurück nach Sida. Mhm. Bist denn du jetzt da hochgekommen? Bist du auch nicht an mir vorbeigelaufen? Bist du irgendwie ein Geist oder irgendwas? Kriegst du sogar einen Vorsprung? Was für ein Vorsprung denn? Für unser Wettrennen zurück zum Dorf. Wie kannst du nur an ein Wettrennen denken, während sich um uns das Chaos ausbreitet? Mit dieser Einstellung verlierst du ganz sicher. Hey, ich will dich doch nur aufmuntern. Nun spiel schon mit. Ich überlege gerade. Uns fehlt ja noch ein Geist. Uns fehlt ja noch der Fuchs. Und auf der Karte waren ja die anderen... Die anderen Series waren ja eingezeichnet. Aber hier ist kein Fuchs eingezeichnet. Und Askovis hat uns am Anfang irgendwas mal, der hat irgendwas mal gemurmelt von irgendeinem Fuchs, den er als Freund hatte. Und als ob der irgendwie von einem von diesen Trollriesen gefressen worden wäre oder irgendwie sowas. Und ich frage mich gerade, weil Askovis ist irgendwie seltsam. Der ist irgendwie merkwürdig. Jo. Und ich frage mich gerade, ob er irgendwie vielleicht der Fuchsgeist selber ist, der die Gestalt von seinem Menschenfreund von damals angenommen hat oder sowas. Vielleicht verrenne ich mich da jetzt auch gerade mit meiner Fantasie oder so, aber irgendwie, irgendwas passt mit dem nicht. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Dass der uns auch immer rettet und so und dass der jetzt plötzlich hier hochgebeamt ist und unsere kleine Cousine, da konnte er auch irgendwie beamen, aber trotzdem irgendwie... Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Und halt auch, dass der diese Verbindung mit dem Fuchs hat, den wir noch brauchen und der nicht auf der Karte ist. Irgendwas ist falsch mit dir. Hm. So, und als Wettrennen bleibst du einfach da faul rumstehen, während wir hier langlaufen. Und hier bist du jetzt wieder toll. Du bist heute aber langsam. Bist du so schnell hierher gekommen? Du hast nicht mal eine Trommel. Ja, sag ich doch. Ich sag das doch. Mit dem Kerl passt irgendwas nicht. Ich bin wohl ein schneller Läufer. Das ist trotzdem kein Wettrennen. Schon klar. Du bist mir suspekt, guter Mann. Sehr suspekt. Sehe ich von hier mein Dorf? Von hier aus sieht es bis jetzt noch gut aus. Kann aber auch einfach sein, dass die Verderbnis nicht gerendert hat auf die Entfernung. Wir beeilen uns einfach mal so gut wir können. Brauche ich hier Windpower? Schadet nix. Könntest du dich wenigstens etwas beeilen? Ernsthaft, schon wieder? Ich kenne mich hier bestens aus. Es ist so einfach, sich hier zurechtzufinden. Das ist es ganz und gar nicht. Doch, das ist es. Wir sehen uns am Ziel. Wie kennt der sich hier überhaupt aus? Der ist hier eigentlich fremd. Also, da ist doch echt was nicht ganz koscher mit dem Jungen. Ups. Autsch. Erst denken, dann trommeln. Au. Okay, jetzt haben wir's. Timing ist manchmal anstrengend. Yeah, so. Mon voyage dann. Ja, gewonnen. Du hast verloren. Wir sind überhaupt noch nicht beim Dorf, du Dödel. Du schummelst doch. Du kannst mich unmöglich überholt haben. Ah, der süße Duft des Sieges. Das war kein Wettrennen. Doch, war es. Und ich habe gewonnen. Das sollte mich aufmuntern und du hast es verbockt. Oh.
Ich weiß das alles wirklich zu schätzen, aber wir sollten jetzt ins Dorf zurückkehren. Oh Gott. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Ach, Ascovis. Du bist bescheuert, aber irgendwie mag ich dich. Hey, wird geladen, Höhle. Kommen wir hier vorbei? Einfach oben drüber? Ja, oben drüber. Ist bestimmt auch nicht ungesund, wenn man hier durch diesen komischen Teer latscht. Au. Wollte nicht irgendwo stecken bleiben.